Willkommen zu einem nicht ganz so simplen Video über Tilke Parsons und seiner strukturfunktionalistischen Systemtheorie. Die Besonderheit Parsons Sozialisationstheorie liegt vor allem darin, dass es ihm gelang, verschiedene Theorien seiner Vorgänger zu einer großen Systemtheorie zu integrieren. Und genau die schauen wir uns jetzt an. Bevor wir richtig in die Materie einsteigen, erstmal ein paar allgemeine Infos. Der US-amerikanische Soziologe Tilke Parsons lebte von 1902 bis 1979. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und Nationalökonomie, und zwar in Amerika, England und auch in Deutschland. Seine strukturfunktionalistische Systemtheorie entwickelte Parsons in der Mitte der 1950er Jahre. Sein Interesse dreht sich um die Frage, was hält die Gesellschaft eigentlich zusammen, beziehungsweise was sind die internen Voraussetzungen für die Stabilität von Gesellschaftssystemen. Außerdem unternimmt er den Versuch, eine Sozialisationstheorie zu entwickeln, mit der er dazu in der Lage ist, die Werteorientierungen von Individuen in jeder erdenklichen Gesellschaft zu beschreiben. Um seine Theorie erfassen zu können, ist es zunächst mal wichtig, seine Grundannahmen und seine zentralen Begriffe nachzuvollziehen und natürlich auch zu verstehen. Parsons geht davon aus, dass Sozialsysteme eine ganz bestimmte Struktur haben. Und die schauen wir uns jetzt an. Auf der höchsten Ebene sieht er die Gesellschaft als Gesamtsystem. Hier hat er also, wenn man so will, den Blick aus der Vogelperspektive auf das ganze System. Eine Ebene darunter befinden sich die Subsysteme, bestehend aus einem Komplex von Institutionen und Organisationen. Gemeint sind hier jetzt die in der Gesellschaft bestehenden Einrichtungen, zum Beispiel die des Sozial- oder Bildungswesens. In der Soziologie beschreibt der Begriff der Institution im Übrigen mehr als einfach nur ein Gebäude. In den gesellschaftlichen Einrichtungen gibt es ja Regeln und diese Regeln, die wirken auf die Individuen, die etwas mit der Einrichtung zu tun haben. Deutlich wird das auf der nächst tieferen Ebene. Wirft man nämlich einen Blick in die Institution, dann findet man dort psychische Organismen, die über Rollen miteinander interagieren. Das heißt, wir haben in den Institutionen keine Privatpersonen, die nach Lust und Laune handeln, wie es ihnen gerade passt, sondern wir haben Träger von Rollen, an die jetzt ganz bestimmte Erwartungen herangetragen werden. Dazu mal ein einfaches Beispiel. Wenn wir uns die Institution Krankenhaus anschauen, dann haben wir in dieser Einrichtung unterschiedliche Rollenträger, zum Beispiel den Arzt, den Patient oder den Pfleger. Und mit jeder Rolle sind unterschiedliche Erwartungen verknüpft. Wenn beispielsweise der Arzt in Jogginghose zur Visite erscheinen würde, dann wären wir vermutlich genauso irritiert, wie wenn uns der Pfleger ein Medikament verschreiben würde. Jetzt kommen wir zuletzt noch zur Basis der Struktur der Sozialsysteme. Wenn wir die Institutionen verlassen, dann sprechen wir nicht mehr von psychischen, sondern von physischen Organismen, die in einer physischen Umwelt miteinander interagieren. Wie genau diese Ebenen miteinander zusammenhängen und was sich dahinter verbirgt, kann man erst dann wirklich nachvollziehen, wenn man weiß, was Parsons mit den Begriffen Struktur und Funktion eigentlich meint. Er selbst erklärt die beiden Begriffe sehr anschaulich, und zwar anhand des menschlichen Organismus. Der menschliche Organismus als Ganzes kann als Gesamtsystem verstanden werden. So wie auch die Gesellschaft als Gesamtsystem möchte sich der menschliche Organismus selbst erhalten. Eine Ebene tiefer hat der menschliche Körper eine anatomische Struktur. Die verschiedenen Körperteile, mit denen die Selbsterhaltung des Gesamtsystems überhaupt erst möglich ist, bilden hier also das Subsystem des Gesamtsystems menschlicher Körper. Die gesellschaftlichen Subsysteme sind, anders als die des menschlichen Körpers, natürlich nicht fix, sondern sie können beliebig ausdifferenziert werden. Mit Durkheims Worten könnte man auch sagen, die Subsysteme wachsen organisch. Je nachdem, was das Gesamtsystem halt braucht, um sich selbst zu erhalten. Als Beispiel könnte man sich hier anschauen, wie sich zum Beispiel das Bildungswesen im Laufe der Zeit ausdifferenziert hat. Das führt an der Stelle jetzt aber auf jeden Fall zu weit. Die Anatomie selbst als statisches Element reicht jedoch noch nicht aus, um das Gesamtsystem menschlicher Körper zu erhalten. Zwischen den Subsystemen muss natürlich auch ein ständiger Austausch, also eine Interaktion stattfinden. Zur Veranschaulichung kann man sich hier jetzt den Blutkreislauf und die Bedeutung der Organe für das Funktionieren des Gesamtsystems vorstellen. Das ist der funktionale Aspekt des Gesamtsystems,
Struktur meint also den statischen und Funktion meint den dynamischen Aspekt des Systems. Mit dem Funktionsbegriff im Hinterkopf werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf die in Rollen interagierenden Individuen. Diese Ebene ist im Prinzip das Bindeglied, und zwar zwischen den handelnden Individuen an der Basis und der sozialen Struktur des Gesamtsystems. Das Handeln in Rollen ist also für die Stabilität von Gesellschaftssystemen von kaum zu überschätzender Bedeutung. Hier wird nämlich die Frage geklärt, wie es überhaupt möglich ist, dass aus den für sich handelnden einzelnen Individuen überhaupt ein funktionierendes Gesamtsystem entstehen kann, nämlich gerade durch das Handeln in Rollen. Ich habe das eben schon mal am Beispiel Krankenhaus ausgeführt, aber weil das so wichtig ist, wiederhole ich es nochmal mit einem anderen Beispiel. Nehmen wir einfach mal einen alleinstehenden jungen Mann. Als Privatperson geht dieser Mann seinen individuellen Interessen nach. Hier ist er also ganz für sich und er kann handeln, wie es ihm gerade passt. Vielleicht macht er Musik oder er liest, vielleicht trifft er sich auch mit seinen Freunden oder er raucht Gras. Was er als Privatperson macht, kann uns vollkommen egal sein, solange dieses Handeln Parsons Gesamtsystem nicht berührt. Jetzt ist dieser Mann in unserem Beispiel nicht nur Privatperson, sondern er ist in der Rolle des Jugendtrainers in einem Fußballverein tätig. In dem Moment, in dem er sich seine Trainerweste anzieht und das Haus verlässt, ist er also im Prinzip keine Privatperson mehr. Er ist jetzt in der Rolle des Fußballtrainers. Das weiß er, das wissen aber auch alle, die ihm begegnen, weil er durch seine Kleidung klar identifiziert werden kann. Der Trainer selbst und alle um ihn herum kennen die Erwartungen, die an ihn und seine Rolle gestellt werden. Die Institution Fußballverein, in der der Trainer handelt, schafft durch die Vergabe von Rollen also eine Struktur, durch die die Mitglieder stabile und vorhersehbare Beziehungsmuster untereinander ausbilden können. Das gilt natürlich auch für alle anderen Institutionen. Je nach Position hat man in der Schule die Rolle des Schülers, in der Uni die Rolle des Studierenden, auf der Arbeit die Rolle des Arbeitnehmers. Und immer sind an die entsprechenden Rollen unterschiedliche Erwartungen gekoppelt. Aus Sicht der Individuen ist eine Rolle also ein Bündel an Erwartungen, die an den Inhaber einer bestimmten Position gebunden sind. Klar ist aber auch, dass auch die Institution Fußballverein nur dann bestehen kann, wenn die Kommunikation zwischen den Rollenträgern möglichst reibungsfrei läuft. Ist dem nicht so, kann das verheerende Folgen für den gesamten Verein haben und sogar zu dessen Auflösung führen. Das hätte dann direkte Konsequenzen für das Gesamtsystem, das ja einen Grund dafür gegeben haben muss, dass das Subsystem Fußballverein in diesem Gesamtsystem überhaupt entstanden ist. Aus Sicht des Systems ist eine Rolle also ein ordnendes Element der sozialen Struktur. Rufen wir uns jetzt am Schluss nochmal die Leitfrage von Parsons ins Gedächtnis. Was sind die internen Voraussetzungen für die Stabilität von Gesellschaftssystemen? Eine Antwort auf die Frage kennen wir jetzt ja schon. Die Selbsterhaltung des Gesamtsystems ist von in Rollen interagierenden Individuen abhängig. Das haben wir uns sehr ausführlich angeschaut. Die Rollenträger kommunizieren miteinander und diese Kommunikation sollte möglichst reibungsfrei ablaufen. Das ist dann der Fall, wenn die Erwartungen, die der Rollenträger mit seiner Rolle verbindet, mit den Erwartungen, die der Kommunikationspartner an den Rollenträger hat, übereinstimmen. Als wichtig für die Stabilität von Gesellschaftssystemen haben wir auf einer zwischenmenschlichen Ebene, also in einem Stichpunkt zusammengefasst, durch Rollen geprägte Beziehungsmuster innerhalb der Subsysteme. Ebenfalls wichtig ist jedoch auch, dass alle notwendigen Funktionen für das Gesamtsystem durch Subsysteme erfüllt werden müssen. Da hatten wir uns im Vergleich die lebensnotwendigen Organe des menschlichen Körpers angeschaut. Und natürlich auch, dass die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Subsystemen, zum Beispiel der Übergang von der Kita in die Grundschule, möglichst reibungsfrei läuft. Auf einer individuellen Ebene ist für die Stabilität des Gesamtsystems noch relevant, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Individuen und die daraus resultierenden Handlungen mit den Anforderungen innerhalb der Subsysteme harmonieren. Wenn das nicht harmoniert, also wenn die Wünsche und Bedürfnisse der Individuen unberücksichtigt bleiben, dann führt das innerhalb des Subsystems natürlich erstmal zu Unzufriedenheit und dann natürlich auch zu Instabilität. Überlegt doch mal, wie viele Menschen aus eurem direkten Umfeld ihr kennt, die mit ihrem Job, also mit ihrer Rolle als Arbeitnehmer unzufrieden sind. Also ich kenne einige. Und wenn man hier hört,
dass die persönliche Zufriedenheit des Einzelnen Auswirkungen auf das Gesamtsystem hat, dann ist es auf jeden Fall nicht ohne. Interessant ist in dem Zusammenhang aber auch, warum Menschen, wenn sie doch teilweise so unzufrieden in ihren Rollen sind, dennoch systemkonform handeln. Ich wage mal zu bezweifeln, dass sie das tun, um zur Stabilität des Gesamtsystems beizutragen. Aber zum systemkonformen Handeln hat sich Parsons auch Gedanken gemacht. Ihr findet das Video dazu oben in der Infobox. Ich fasse euch jetzt aber auf jeden Fall erstmal noch die wichtigsten Punkte zusammen. Talcott-Parsons Sozialisationstheorie ist der Versuch, Sozialisationstheorien seiner Vorgänger in einer großen Systemtheorie zu integrieren. Die Struktur von Gesellschaftssystemen hat er mit vier Ebenen beschrieben, nämlich dem Gesamtsystem, dann den Subsystemen des Gesamtsystems, den in Rollen handelnden psychischen Individuen und den physischen Individuen. Das ist die Struktur, also der reine Aufbau des Systems. Jetzt versucht ja das Gesamtsystem, sich selbst zu erhalten. Die Struktur allein reicht aber nicht aus, um diese Selbsterhaltung zu gewährleisten. Es braucht dynamische Prozesse innerhalb und zwischen den Ebenen, damit die Selbsterhaltung überhaupt gelingt. So wie auch der menschliche Körper auf die Funktion der Einzelnen und eine Wechselwirkung zwischen den Organen angewiesen ist. Den dynamischen Aspekt des Systems beschreibt Parsons mit dem Funktionsbegriff. Die zentrale Frage, mit der wir uns hier beschäftigt haben, war die nach den Voraussetzungen für die Stabilität von Gesellschaftssystemen. Darauf haben wir Antworten auf unterschiedlichen Ebenen gefunden. Zwischenmenschlich muss die Kommunikation zwischen den Rollenträgern funktionieren. Institutionell brauchen wir eine Struktur, also alle Subsysteme, die das Gesamtsystem braucht, und die Funktion, also die Zusammenarbeit zwischen den Subsystemen. Und individuell müssen die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen in den Anforderungen der Subsysteme berücksichtigt werden. Ich habe ja in der Einleitung schon angedroht, dass es nicht ganz so leicht ist, Parsons zu verstehen. Vermutlich sind die vielen Begriffe, die für seine Theorie wichtig sind und die man halt entweder noch gar nicht oder irgendwie anders kennt, das Problem. Wenn ihr die aber erstmal verstanden habt, dann ist die Sache eigentlich recht gut nachvollziehbar. Falls jemand von euch nochmal was nachlesen möchte, in der Beschreibung findet ihr die Quellen. Wenn euch wie mich die Frage nicht loslässt, warum Menschen sich den Zwängen des Systems unterwerfen, anstatt einfach das zu tun, was sie wirklich glücklich macht, und ihr einen noch etwas tieferen Einblick in die strukturfunktionalistische Systemtheorie haben möchtet, dann führt euch euer Weg oben in die Infobox. Ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle für die Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert mich gerne. Euch noch eine schöne Restwoche.